Kibbuz Dan war heute unter Beschuss. Eine Panzerabwehrrakete traf direkt in das Kibbuz und es gibt einen Schwerverletzten, der immer noch in Lebensgefahr schwebt. Diese Nachricht zerreißt mir das Herz, denn ich habe viele Tage im Kibbuz Dan verbracht und im Norden Israels. Eine wunderschöne Region in diesem Land mit wundervollen, herzlichen Menschen. Mir blutet das Herz und alles, was ich mir wünsche, ist, dass die Menschen dort irgendwann in Sicherheit und Frieden leben können. Raketen aus dem Libanon von der Hisbollah fallen ungehindert auf die Kibbuzim im Norden. Ich sprach heute mit einem Freund in Israel, der mir sagte, wenn man nicht Israeli ist und auch nicht jüdisch ist, versteht man gar nicht, wie es sich anfühlt, ein Leben zu führen, wo du jeden Tag Angst hast, getötet zu werden. Sei es durch einen Terroranschlag, sei es durch eine Rakete. Und ich würde mir so wünschen, dass die Welt versteht, gegen was für eine bestialische, grausame Macht wir hier in Israel ankämpfen. Gegen diesen radikalen, islamistischen Terror, der das ganze Land zerstören will, der das Leben an sich zerstören will, der den Menschen hier keine Ruhe gibt. Ich bin so dankbar, die Menschen hier kennenzulernen, denn die Israelis sind für mich einer der stärksten, resilientesten, widerstandsfähigsten und herzlichsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben je getroffen habe. Und sie sind unfassbar stark, weil sie so unfassbar viel durchmachen müssen. Und trotzdem müsst ihr verstehen, dass das alle Kraft der Welt kostet, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag die Kraft zu finden, weiter am Leben zu bleiben, weiter zu kämpfen, nicht aufzugeben. Bei all diesem Terror, bei all dieser Gewalt und all diesem Hass. Jeden Tag Angst zu haben um deine Freunde, um deine Familie, um dein Zuhause. Das Trauma nach dem 7. Oktober ist noch lange nicht verheilt und die Narben werden vielleicht niemals heilen. Und gleichzeitig müssen wir hier alle ankämpfen gegen eine Welt, die so gleichgültig ist, so kalt, die keine Empathie zeigen kann für Israelis und für Juden hier. Man ist in einem Zustand eines dauernden Kampfes. Und das kostet viel Energie und es kostet alles, alle Kraft. Ich habe unendlich viel Respekt für die Israelis hier, unendlich viel Respekt für die Israelis im Norden, die ihr Zuhause verteidigen und die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass dieser Terror aufhört. Dieser Terror, der so unzählige Leben gekostet hat, der so vielen unschuldigen Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, alles genommen hat. Die Familien auseinandergerissen hat, Kinder, die ohne Vater aufwachsen, ohne Mutter aufwachsen. Terror tötet, Terror zerstört. Der Terror lässt die Israelis seit der Staatsgründung keinen einzigen Tag ruhen. Mir blutet das Herz für Kibbuz Dan. Und ich bete dafür, ich bete, dass das bald ein Ende nimmt.